Du spielst jetzt deinen Boxer auf 0 Pokale runter. Läuft gerade noch ein Gewinnspiel für jeden, der den Creator-Code Pookie eingibt und sich im Shop was mit Juwelen kauft. Und zwar könnt ihr jeden Tag bis zum 31.03. eine 100€ Google Play oder iTunes-Karte gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? Du musst einfach den Creator-Code Pookie im Shop eingeben und einen Kauf mit Juwelen tätigen. Das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder von einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story posten und @pookie9 markieren. Jeden Tag um 0 Uhr wird dann ein zufälliger Gewinner gezogen und jetzt will ich Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Was geht ab, Kev? Hallo hier unten, wie geht's dir? Hi. Super, das ist natürlich immer die Rangordnung, ne? Oben ist der König und unten sind die Unter. Ihr wisst Bescheid, Leute. Auf jeden Fall, heute machen wir ein Video, auf das ich absolut gar keinen Bock habe, weil Kevin darf heute das ganze Video lang bestimmen, was ich in Brawl Stars machen muss. Jetzt erstmal, darf ich den ablehnen? Oder? Ja, komm, den okay, ab. Kann ich auch. Oh, bei mir annehmen. Das war okay. Zu spät. Den? Ablehnen, ja, annehmen. Okay. Pookie ist in meiner Lobby. Ja, also ihr merkt schon, er kann wirklich alles bestimmen, was ich heute machen soll. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht mache ich sowas auch wieder mit Marvin oder Lukas. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, mit wem ich das auch noch drehen soll. Lasst auch unbedingt ein kostenloses Abo da und schaut bei Kevin vorbei. Oh, er nimmt den Helioboxer, was ein Ehrenmann. Schaut bei Kevin vorbei, dort habe ich ihn nämlich gequält und dort habe ich ihm alles heimgezahlt, was er jetzt hier in diesem Video machen wird. Ich hoffe, er übertreibt seine Lage nicht, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Pork, ich würde sagen, du kannst ja einfach mal in den Shop gehen. Ich will mal gucken, was da so abgeht. In den Shop. Oh ja, die Star Power ist es draußen, die zweite. Ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Also, warte, ich darf das ja gar nicht. Sorry, darf ich nachher? In den Shop sollst du gehen, habe ich gesagt. Sorry. Du gehst erstmal nach ganz rechts rüber. Oh nein, Digga, jetzt mach doch nicht irgendwelche Faxen, Kevin, ja? So, einmal beenden drücken. Ja. Und einmal Code eingeben und Code Clash Games erstmal eingeben. Okay. Immer zum Anfang der Folge. Du natürlich. Weißt auch Bescheid. Ja, mache ich so. Sehr gerne. Mache ich wirklich liebend gerne, Kevin. Also, du siehst ja ganz, hier nochmal links rüber, links, weiter, ganz zum Ende. So Leute, ganz kurze Werbung für die Golden Scheiß Boxer Box. Und zwar, diese wunderbare Box erscheint am 1.4. auf www.scheißboxer.shop. Die Box wird limitiert sein auf 1500 Stück. Das heißt, danach gibt es die so nie wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Box sieht halt schon richtig, richtig heftig aus. Also vor allem mit dieser Goldfolie. Das macht schon was her und von der Qualität her ist das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Box hat natürlich auch Inhalte, da sind ein paar spezielle Sachen drin und zwar einerseits, was ich euch noch gar nicht zeigen konnte bis jetzt, weil es noch in Produktion war und zwar ein Scheißboxer Schlüsselanhänger aus Stoff, also richtig, richtig cool, bestickt so, den kann man sich einfach am Schlüssel ranhängen und auf jeden Fall auch auf beiden Seiten. Dann findet ihr da drin ein kleines Sticker-Set aus insgesamt 9 Stickern, die tatsächlich auch in Gold und Silber und allen möglichen Farben glänzen. In eurer Box bekommt ihr eine von 3 handsignierten Autogrammen Karten. Die 3 Designs gibt es. Da fehlt aktuell noch die Autogramm, ja. Die Unterschrift von Marvin, aber auf jeden Fall noch ganz wichtige Info zu denen. Die sind hinten nummeriert. Die haben eine Nummer drauf. Von 1 bis 3000. Und jetzt kommt's. In den Boxen sind 1500 von den Autogrammkarten. Und danach gibt es nur beim Golden Boxer auch noch so eine Autogrammkarte dazu. Bei dem T-Shirt und Pullover. Das heißt, Leute, wenn ihr euch da noch irgendwas holen wollt, dann bekommt ihr auf jeden Fall, solange der Vorrat reicht, noch eine Karte dazu. Das ist auf jeden Fall auch ganz geil. Dann habt ihr in der Box eine Powerbank. Zack, die ist hier verpackt. Inklusive Aufladekabel und die ist einfach graviert. Da steht einfach scheiß Boxer drauf und ist auf jeden Fall ganz praktisch. Ist halt eine kleinere Powerbank, dafür kann man sie auch überall einstecken. Und das Highlight vom Ganzen, das T-Shirt, was ich auch gerade anhab, das findet ihr natürlich auch in der Box. So, jetzt ist die Box schon relativ leer, bis auf diese eine Sache und das ist das Golden Ticket. Und das könnt ihr mit ganz, ganz viel Glück auch noch bekommen. Da gibt es insgesamt 10 Tickets davon auf den 1500 Boxen aufgeteilt und wer so ein Ticket in der Box hat, der
ist echt lucky und gewinnt im Prinzip 2000 Gems in Brawl Stars. Muss davon dann nur das Ticket schicken, beziehungsweise ein Foto davon, ein Video. Da steht da nochmal genau drauf beschrieben, was man dann machen muss. Und dann bekommt man iTunes oder Google Play Karten zugeschickt. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde die Box mega krass, ist echt hochwertig geworden. Ich bin echt stolz darauf, was Marvin und ich da wieder mal gezaubert haben. Und wenn ihr die Box haben wollt, dann würde ich mich wirklich beeilen an eurer Stelle, weil ich kann mir vorstellen, dass die sehr, sehr schnell weg sein wird. Vor allem, weil es halt so ein Design ist, was halt absolut einzigartig ist mit dieser Goldfolie. Sieht einfach richtig, richtig heftig aus und das darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Also Leute, holt euch die Box am 1.4. um 15.15 Uhr auf www.scheißboxer.shop. Ja, also du siehst ja, dass die Star Power kostet 170 Gems, ne? Ja. Man könnte die ja jetzt eigentlich so kaufen, ne? Könnte man, ja, natürlich. Ja, aber man könnte auch Megaboxen aufmachen, oder? Oh Mann, ja, könnte man natürlich auch. Komm, du machst jetzt erstmal 4 Megaboxen auf und guckst mal, ob du die damit ziehen kannst. Dann, let's go. Ich hoffe, vielleicht lag ich ja rein, vielleicht ziehe ich sie direkt am Anfang. Oh mein Gott. Okay. Kevin, ich habe schon so viel Gold, das ist so unnötig. Guck dir mal mein Gold an. Also, ich könnte ja auch einfach darauf warten, dass die Star Power für 2000 Münzen in den Shop kommt. Ich habe 322. Könntest du machen, Alter. Das ist echt viel Gold, Junge. So viel habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe so 100.000 oder so. 700 Gold schon wieder gezogen. So, das ist jetzt die Nummer 3, bitte. Nein, 400 Gold und die Nummer 4. Komm, komm, komm. Nein. Ja. Die Anzahl an Gold ist auf jeden Fall auch nice. 666 kann man machen. Okay, ja, das waren jetzt die 4 Megaboxen. Was soll ich jetzt tun, Meister? Als nächstes gehst du nochmal kurz nach ganz links rüber. Oh Gott, ja. Da ist eine Gratisbox, darf ich die abholen? Ja, komm, mach die Gratisbox mal auf, da erlaube ich dir, Let's go. Oh mein Gott, stell dir vor, ich hätte das jetzt hier gezogen. Gott sei Dank nicht, ey. Und du holst auch nochmal das Sonderangebot. Da bin ich jetzt mal so freundlich, dass ja wenigstens... Welches? Da steht was. Bei beiden steht Sonderangebot. Ach so, die Markenverdoppler natürlich. Ah, schade, ey. Okay. Ja, aber kann man immer mal gebrauchen, ne? Hab ich ja nicht schon genug. Ich guck mal. Ja, ich meine 21.000 ist in Ordnung, ne? Könnte auch ein bisschen weniger sein, aber naja. Oh Mann, okay. So, dann sehe ich dort, es gibt ja auch ein paar Starskins, ne? Ja. Oh mein Gott. Also, ich frag dich jetzt mal, einen kannst du dir kaufen und einen kannst du dir kaufen. Pork, das ist jetzt wie in der Schule. Welchen kannst du dir kaufen, welchen kannst du dir nicht kaufen? Ich weiß es nicht, welchen kann ich mir leisten? Also, du kannst dir ja College-Studenten-Ems kaufen, ne? Passt ja, ich bin Nachhilfelehrer, du bist hier der Schüler. Und ich würde sagen, den Skin, den finde ich eigentlich total kaki, aber du kaufst dir den jetzt einfach mal. Mann, das ist halt so unnötig, ne, Digga? Ich musste letztens schon 10.000 Star-Punkte ausgeben für den Light. Ja, bei Marvin, Digga, der hat mich kommt, der wollte mich echt verarschen. 10.000 Punkte, ich wäre jetzt schon fast bei 50.000, aber wegen ihm ablehnen oder annehmen? Ablehnen. Okay, wegen ihm habe ich echt hart reingekackt, also Grüße raus an Marvin, aber Kevin, das finde ich auch nicht cool, ne? Ich meine, der Skin... Ja, komm, 500, ja, komm. Das verdienst du in einer Woche. Okay, dann ist er jetzt halt hier am Start. Ja, habe ich erledigt, super. Ja, Glückwunsch. Ablehnen oder annehmen? Ja, komm, mach mal ablehnen und dann gehen wir auf bitte nicht stören. Okay, danke, das ist echt schon belastet, ja. So, und dann würde ich einfach mal sagen... Gehst du jetzt mal auf Brawler? Ja, komm, du darfst jetzt gern mal den Boxer spielen und ich komm auch mal online. Oh Mann, okay. Ja, ey, werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ich werde es tryharden. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du jetzt mit Absicht hier uns droppen willst, aber so funktioniert das nicht, Kevin. Ich bin ein Starspieler. Ja, guck's dir an, Alter. Guckt euch das an. Ich wusste es, dass Kevin so einen Move hier hat. Ich muss doch den Ball holen. Digga, was soll ich denn hier machen gegen dich? Mist, ich treffe die Gegner nicht. Oh, lol. Hä? Ich treffe die nicht irgendwie, weiß nicht. Wie treffe ich die nicht, Pork? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Keine Ahnung. Ich hasse dich, Digga. Das ist halt Pork, ich treffe die nicht. Junge, ich kann halt nichts machen. Mein Brawl Stars buggt. Mit dieser Range kann man halt wirklich gar nichts machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hatte Lags. Der schafft es aber. Ja, komm. Hä, warum machen die denn nichts? Keine Ahnung, es hat bei mir total gerade gelaggt kurz, aber... Ganz ehrlich, ich muss mir jetzt schnell den Ball holen. Nein, Kevin! Okay, nein. Stark, aber das bringt eh nichts, wir haben eh verloren. Alter. Was?
Ich lagge auch noch, das kommt noch dazu, Digga. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ja! Das oh Mist, ich treffe leider die Gegner auch nicht, muss ich sagen. Also es tut mir, sehr leid. Also ich bin irgendwie, weiß nicht, war, glaube ich, Internetverbindung bei mir schlecht gerade. Digga, bei mir war die halt wirklich schlecht. Ja, moin. Geil, Alter, komm, minus 7. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf noch ein Spiel. Oh Leute, hier steht Team, Junge. Team Blue, Hashtag 1. Und hier sind, Leute, hier sind so Bots, die uns anfeuern. Das Digga, es laggt bei mir total, Alter. Junge, guck dir doch nicht die Map an. Spiel doch jetzt einfach mal. Ich muss mir mal gerade die Map angucken. Ja, Komm, pass. Nein, ich pass dir nicht. Ich pass weiß genau, was du fasst. Ich stehe vorm Tor. Ich pass dir nicht. Ganz ehrlich. So ein Teammate, ey Leute, habt ihr das gesehen? Ja, das Ding ist, ich passe mit Absicht nicht, weil ich weiß ganz genau, dass du damit einfach ins eigene Tor laufen würdest oder sowas. So ein blöder Teamspieler, ey. Und auf so einen Move habe ich einfach keine Lust. Oh, nein! Leute, du hast sogar abgewehrt. Das sehr gut. Wollte ich gar nicht machen. Nicht schlecht, oh nein. Bitte spring nicht. Oh, Mensch, schade. Pieper hat dein Tor geschossen. Oh, Pieper. Okay, komm, ich muss es echt tryharden. Ich will glaubst du, ich kann mit meiner Ulti die Gegner auch heilen? Junge, Kevin, laber jetzt mal keinen Blödsinn. Spiel jetzt mal ganz normal. Hat nicht geklappt. Es laggt total, schade. Oh mein Gott, ich habe den krassesten Move abgezogen. Es hat total geleckt, ich hab's irgendwie geschafft. Ich bin so ein Starspieler, Alter. Let's go. Ja. Junge, oh, ich bin können wir denn gewinnen, Alter? Ich weiß es nicht. Wir brauchen dich halt einfach nicht, Kevin. Die Gegner, ich mach nichts. Ey, das ist echt, also komm, wir gehen mal erstmal verlassen. Ich hab keinen Bock mehr, dass wir, also ohne Spaß, so mit so einem Teammate kann ich auch gar nicht Pokale pushen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass du die Star-Power im Shop hast, ne? Ja, das probier mal die jetzt mit einer Big Box zu ziehen. Du hast da ja 5 Stück angespart. Ja. Komm, mach mal die Big Boxen erstmal auf. Alle? Ja, alle, los! Oh Mann, ey. Also wenn ich die jetzt da ziehe, wäre es schon schnieke. Aber ey, ich ziehe ganz gut Gems eigentlich. Guckst du an, wieder sehr 3. Sehr schön, 3 Gems. Wieder 3. Gems. Und du machst jetzt mal, damit wir eine gerade Zahl kriegen, 21 kostenlose Brawl Boxen auf erstmal. Oh Mann, ey, Kevin, Digga, du quälst mich jedes Mal, Alter. Letztens, wo ich dich angerufen habe, du musst mir ja auch einen Auftrag geben, musste ich auch 150 Brawl Boxen öffnen. Und das war so unnötig, weil ich da nicht mal irgendwas ziehen konnte, Digga. Naja, jetzt kann ich wenigstens die Star Power ziehen. Na, also vielleicht ziehe ich sie ja jetzt, aber ich würde mir die Boxen lieber gerne ansparen, weil ich war ja auf 1000, ne? Ja, ich weiß nicht. Oh nein, ich glaube das, aber... Oh, das ist jetzt natürlich doof. Ja. Komm, mach nochmal 99 auf. Digga, ich hasse dich. Warum? Junge! Ja, das ist deine Schuld. Du hast eine zu viel aufgemacht. Digga. Bei 700 hätte ich vielleicht Stopp gesagt. Ich kann das nie wieder mit dir drehen, Digga. Das ist einfach nur... Das ist jedes Mal aufs Neue einfach nur eine Qual. Ich kann nichts machen. Was soll ich denn machen? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich schneide das jetzt raus. Das würden vielleicht ein paar andere YouTuber machen, aber... Ich hab die Star Power! Let's go! Kann man machen. Ja, Glückwunsch. Danke. Aber jetzt muss ich trotzdem noch 77 öffnen. 77. Los. Digga, es ist so unnötig. Ey, es ist so unnötig. Guck's dir an. Ich bin gleich schon bei 330.000 Gold. Es geht ja... Ich kriege ja auch die ganze Zeit Gold dazu. Es ist so unnötig. Prost. Ich kann ja nicht mal mehr Tickets ziehen. Ja, gönn dir einen Schluck Wasser. Ich kann gar nichts ziehen außer Gold und Gems, meine ich. Tickets geht ja gar nicht mehr. Und Markenverdoppler. Das ein oder andere vielleicht... das ein oder andere Mal vielleicht ja auch. Aber naja, wir gucken jetzt mal so um. Oh, immer noch 45. Das dauert auch so lange bei dir immer. Stopp! Ich habe eine zu viel geöffnet. Nein. Ich bin schon wieder eins drüber. Jetzt halt. Nee, Kevin, wenn du jetzt. Nee, das machst du jetzt nicht. Das machst du jetzt nicht. Also, Pork, ich weiß nicht. Irgendwie hast du es ja mit dem Boxen öffnen, ne? Ich weiß nicht, irgendwie kriegst du es nicht hin. Ja, ich bin halt zu dumm. Ich gebe dir nochmal die Chance. Mach nochmal. 9 auf. Oh mein Gott, ich dachte schon, Alter. Okay, 9 Stück kann man machen. Das ist jetzt kein Welt. Aber jetzt nicht nochmal verkacken, sonst Punktlandung. Okay, du hast es geschafft, nach dem dritten Mal. Okay, also als nächstes würde ich sagen, geh mal da oben links auf dieses Porky da. Porky steht da drauf. Porky, ja. So, erstmal musst du den Avatar mal ändern. Oh, nee. So, jetzt nimmst du den schönsten Brawler im Spiel.
Ja, den habe ich ja schon drin. Da muss ich ihn ja nicht ändern. Ah, nee, falsch. Nochmal auf Avatar gehen. Digga, so, du nimmst jetzt einmal der Nita. Ah, ja. Und da sehr schön. Boah, ist das hässlich, Alter. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe mal, ich habe mich da jetzt verhört, weil ich glaube, das muss ich sagen, das ist jetzt echt, Pork, das hättest du nicht sagen sollen. Ganz warum? Ehrlich. Du gehst jetzt auf deinen Namen. So. Du gehst jetzt auf deinen Namen. Ich ändere nicht schon wieder meinen Namen, Digga. Du gehst jetzt auf deinen Namen. Ja. Du gehst jetzt auf die 120 Gems. Ja. Und? So. Und du gibst da jetzt Folgendes ein. Ja, komm. Mach einfach. P-O-R-K-I. Porky stinkt. Zusammengeschrieben. Bist du dir sicher? Oder soll ich es auseinanderschreiben? Nee, mach mal auseinander doch. Mach mal auseinander. Junge, das ist schon wieder so lost, Alter. Was für Porky stinkt. Wie kommt man auf so einen Schwachsinn, Alter? Hä, ist doch... Ah, warte, wir müssen das ändern. Geh nochmal zurück. Wir müssen das Porky durch eine Null ersetzen, weil so machen das die Pro-Gamer. So? Ja, genau. Porky stinkt. Der Name muss ich sagen, der gefällt. Digga, das ist halt so lost schon wieder. Ich muss jetzt wieder für 3 Tage so heißen. Das ist voll dumm jedes Mal. Und du änderst jetzt nochmal eben kurz die Namensfarbe und machst sie nochmal einmal auf Rot. Rot. Ja, ich denke mal, das genau, sehr sein. Schön. Warum ist das immer noch grau? Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Ja, jetzt das ist doch ein schöner Name, oder? Sieht wirklich wunderbar aus, ja. So, aber ich glaube, das war's noch nicht. Ich sehe hier ja gerade, du bist ja hier gerade mit dem Boxer in der Lobby neben mir. Der Boxer, ne? Ja. Warte, ich nehme Helium-Boxer. Ja, komm. Achtung, sein Kopf platzt. Genau. So, Porky. Ich würde sagen, du hast für den restlichen Tag, ich gebe dir jetzt mal den restlichen Tag Zeit für, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Du wirst jetzt Folgendes machen. Hör genau zu. Okay. Porky stinkt. Du spielst jetzt deinen Boxer auf 0 Pokale runter. Wie auf 0 Punkte bist du schon? Also erst jetzt. Du droppst jetzt deinen Boxer auf 0 Pokale. Digga, das kann nicht dein Ernst sein, Kevin. Ey, und nee. Wenn du es nicht machen solltest, dann musst du direkt nochmal einen zweiten Brawler nächstes Mal auf 0 machen. Ja, Digga, ich muss es eh machen. Du bestimmst ja was. Digga, das... Ey, also so hart auf die Spitze hat es, glaube ich, bis jetzt noch niemand getrieben, ne? Also Kevin, 0 Kevin. Pokale. Ich will, dass du es im Video machst, mit Beweis. Ja. Es reicht mir auch, wenn du es am Ende nochmal kurz zeigst, so, aber ich würde dich jetzt hier nach der Szene nochmal gleich eingeblendet sehen. Ja, ich sag's mal nur so, Kevin, ich mach das, aber du wirst das so hart zurückbekommen, weil das ist einfach nur ehrenlos, ja? Also den Boxer auf 0 zu droppen. Ich will nicht wissen, erstens, wie lange das dauert, den zu droppen, und zweitens, wie lange das dauert, den wieder hochzuspielen. Das ist geisteskrank. Abgesehen davon glaube ich, dass es nicht auf 0 geht, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, 64 oder so ist das Minimum, was man erreichen kann. Weiter kann man nicht mehr droppen, ja, weil dann macht man keinen Minus. Du probierst es so tief zu machen, wie es geht, würde ich sagen. Digga, das ist schon hart. Das ist schon verdammt hart. Okay, dann würde ich sagen... Mach ich das, und Kevin, du kannst dich echt darauf gefasst machen, dass du das aber ordentlich zurückbekommst, weil das finde ich einfach nicht mehr cool. Ich lasse mich jetzt direkt töten. So, ich mache es so auf Ultra Noob. So, guck dir das an, Alter, der denkt so, was ein Vollidiot, ey. Oh Mann, ey, komm, oh nein. Und das kann ich jetzt, oh Gott, wie oft kann ich das bitte jetzt machen? Das kann ich jetzt locker 80, 90 Mal machen. Oft. Junge, ich hasse dich wirklich. Okay, Leute, ich mache das, das wird Ewigkeiten dauern, deswegen würde ich sagen... Sehen wir uns gleich, wenn er auf 0 ist. So Leute,
es ist jetzt einfach mal 2 Stunden und 30 Minuten später. Es war so eine Qual. Ihr habt ja gerade gesehen, wie die Pokale runtergegangen sind. Und es war wirklich unnormal anstrengend. Ne? Das war noch... Digga, ich bin so hart ausgerastet, weil die Gegner so inkompetent waren die ganze Zeit. Und das hat alles so lange gedauert. Aber ey, wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir bei 65 Pokalen sind. Ich glaube, ich kann nur noch einen Pokal droppen. Und bei 64 geht es dann nicht mehr weiter runter. Das werden wir jetzt aber auch gleich noch austesten. Und ja, auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an den Savage, by the way, und natürlich an den Eldorado, also Grüße gehen raus an euch Jungs. Ich verlinke natürlich den YouTube-Kanal von dir und den Discord von Eldorado auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken dafür, dass die hier so kräftig supportet haben, und dann wird das jetzt hoffentlich die letzte Runde und let's go, würde ich sagen. Okay, er hat es geschafft, finally. Und somit sind wir auf 64 Pokalen. Und ich hoffe, das ist jetzt das Maximum. Wir probieren jetzt auf noch ein Spiel zu drücken. So, und jetzt gucken wir mal. Niederlage und... Doch, ich habe noch minus 1. Okay, ich bin auf 63. Es geht doch noch weiter anscheinend. Wir machen weiter. Gucken wir mal, ob das jetzt das Limit war. Bitte sag mir... Es geht immer noch weiter. 62. Seit wann? Oder geht, kann man nur in Showdown dann kein Minus mehr machen? Warte, ich muss mal kurz googeln. Ich kann auch auf 50 runter. Oh nein. So, und jetzt? Ja, jetzt mache ich kein Minus mehr. Das heißt, wir sind jetzt auf der Endstufe angekommen. Es geht nicht mehr weiter runter. 49 Pokale. Oh mein Gott. Ich habe jetzt über 600 Pokale. Also ungefähr 600 Pokale gedroppt. Das ist schon geisteskrank. Und den Boxer muss ich auf jeden Fall demnächst dann wieder hochspielen. Digga, der ist einfach auf 49. Oh mein Gott. Ja, was soll ich sagen? Also auf jeden Fall riesengroßes Dankeschön an die beiden Jungs. Ich würde sagen, die können natürlich auch noch kurz wen grüßen. Nö, ich will niemanden grüßen. Ich grüße den lieben Paul. Den Paul. Okay, dann grüße ich ihn raus an den Paul, Leute. Das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.